Und hier ist sie nun, die großartige, unsägliche, unbeschreiblich seriöse, unvergleichliche, großartige, großartige hatten wir schon, egal, unterhaltsamste Weihnachtstalkshow mit dem Moderator und Ententrainer Maximilian Phrasendrescher. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, immer wieder Weihnachtslieder, die ganze Wahrheit. Und heute wieder dabei unser Expertengremium, Herr Dr. Besservis. Doktor in sämtlichen Fachrichtungen und wir sind sehr froh, dass wir Sie dabei haben, Herr Dr. Besservis. Und zweiter im Bunde, Herr Bruno Mies, seines Zeichens Hausbesetzer und Kämpfer für Minderheiten aller Art. Und der dritte im Bunde, der Hamburger Liedermacher und Produzent Dirk Lachschalk. So, dann wollen wir wieder, ne? Schön, dass Sie wieder da sind. Und es geht in eine neue Runde. Diesmal geht es um das Lied Last Christmas, letzten Weihnachten. Last Christmas, letzte Weihnacht. Letztes Jahr an Weihnachten, da habe ich dir mein Herz geschenkt. Aber du hast es ja schon am nächsten Tag wieder weggegeben. Dieses Jahr werde ich mir die Tränen ersparen und es an jemand ganz Besonderen verschenken. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Ich halte zwar Abstand, kann aber trotzdem meine Augen nicht von dir lassen. Sag mal, Schatz, erkennst du mich denn nicht? Gut, es ist immerhin ein Jahr her und eigentlich überrascht mich das nicht. Na denn, fröhliche Weihnachten. Ich habe mein Herz damals eingepackt und an dich geschickt. Ich liebe dich, stand auf der Karte und genau so habe ich es auch gemeint. Heute weiß ich, was für ein Dummkopf ich war. Aber ich weiß genau, wenn du mich jetzt küssen würdest, würdest du mich wieder genauso rumkriegen. Ein proppenvoller Raum, lauter Freunde mit müden Augen. Ich verstecke mich vor dir und deiner eiskalten Seele. Mein Gott, ich dachte, du wärst jemand, auf den ich bauen könnte. Aber ich war ja gerade mal gut genug dafür, dass du dich an meiner Schulter ausweinen konntest. Noch heute kann ich dein Gesicht spüren und erinnere mich, wie mein Herz damals Feuer fing. Dabei war ich nur ein Strohmann, dessen Herz du in Stücke gerissen hast. Aber ich sage dir, jetzt, da ich die wahre Liebe gefunden habe, hältst du mich nicht mehr zum Narren. Ich spüre heute noch dein Gesicht und erinnere mich, wie mein Herz damals Feuer fing. Dabei war ich nur ein Strohmann, dessen Herz du in Stücke gerissen hast. Kann sein, dass ich es nächstes Jahr jemand ganz Besonderem schenke. Letztes Jahr an Weihnachten, da habe ich dir mein Herz geschenkt. Aber du hast es ja schon am nächsten Tag wieder weggegeben. Dieses Jahr werde ich mir die Tränen ersparen und es an jemand ganz Besonderen verschenken. Das hat einiges an Tiefe, dieses Lied. Und da möchte ich gleich mal das Wort dem Herrn Dr. Besservis erteilen. Bitte, Herr Doktor. Last Christmas. Ja, Last Christmas, das ist ein Lied, mit dem ich persönlich gar nichts anfangen kann. Es ist, ja, es ist recht eingängig von der Melodie her. Man hört es ja auch relativ häufig im Radio. Aber so mit diesem ganzen Gefühlsquatsch, also das ist so wenig griffig, so wenig klar, nicht? Also immerhin habe ich den Eindruck, dass der Ich-Erzähler eine recht erwachsene Ansicht hat und auch in der Lage ist, sein Innenleben, seine Gefühlswelt zu analysieren. Immerhin möchte ich dazu hinzufügen. Aber ansonsten ist es mir insgesamt viel zu gefühlsduselig. Ich kann damit nichts anfangen. So, was sagen Sie denn dazu?
Ja, der Herr Doktor wieder. So, und ja, als nächstes wieder Herr Bruno Mies. Was sagen Sie denn dazu? Oh, mir kommen gleich die Tränen. Oh, das Lied ist so schön, aber auch so traurig. Oh, ich weiß nicht, das geht mir immer so zu Herzen. Ja, wenn man daran denkt, dass diejenige Person, die man liebt, dann doch für einen irgendwie unerreichbar ist oder sie eben nicht die gleichen Gefühle hegt, wie man für sie, das ist schade. Das ist ganz traurig, oder? Also, das ist, nein, das berührt mich schon sehr. Jetzt, wo ich den deutschen Text kenne, will ich das eigentlich nie wieder auf Englisch hören. Ich finde das so ergreifend und schön, aber auch traurig. Ich bin ganz zerrüttet. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, Alter, ich krieg so die Krise, wenn ich das höre. Nee, nee, nee. So traurig. Ach, das geht mir echt zu Herzen. Ich glaube, das geht sogar unserem Brombeeren hier zu Herzen, oder? Ja, das ist... nee, das ist schon sehr schön, aber auch traurig, aber auch schön. Gut, danke, danke Herr Mies für Ihre Meinung. Und ja, was sagt denn unser Hamburger Liedermacher und Produzent dazu? Na, Sie als Musiker... Du, das kannst du voll vergessen. Zu dem Lied, ha, da sage ich nix, ne? Kennt ja eh jeder. Jedes Schwein kennt das, du. Ja, okay. Ja, gut. Ich denke, damit haben wir das Lied schon sehr umfassend jetzt besprochen. Und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und uns zugesehen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und seien Sie wieder bei der nächsten Sendung dabei, wenn es wieder heißt, immer wieder Weihnachtslieder, die ganze Wahrheit. Machen Sie es gut, bis dann.